Sportlich ging es in der vergangenen Woche nicht nur in Berlin bei der Europameisterschaft zu. Ganz in der Nähe, in der Sportschule Güstrow, trainierten auch Leichtathleten vom LAC Mülrosin und dem Doberaner SV. Jedes Jahr in der vorletzten Ferienwoche kommen die Nachwuchssportler des Doberaner SV nach Güstrow. Die Bedingungen passen, sagt Trainer Frank Lehmann. 19 Jungen und Mädchen trainierten hier unter anderem Lauf, Kugelstoß und Hochsprung. Am Mittwoch stand ein Besuch der EM in Berlin an, um Praxisunterricht bei den ganz Großen zu nehmen. Die Leichtathleten des LAC Mülrosin trainierten die Woche von Montag bis Freitag mit wechselnden Trainern. Am Freitag stand Sprungtraining mit Jan Möde auf dem Programm, der schon über 15 Jahre als Trainer fungiert. Unser Ziel ist es, die Kinder auf die kommende Saison bald auch Halle wieder vorzubereiten, so ein bisschen die Lethargie rauszubekommen, die müden Knochen der Ferien wieder in die Gänge zu bringen und die Kinder wieder daran zu führen, was wir im Vorfeld erarbeitet haben, bevor die Ferien begonnen haben, sodass wir wieder gute Leistung abrufen können. Jeweils zwei Trainingseinheiten am Tag waren angesagt. Dabei hatte Jan Möde drei Jungs besonders im Blick. Erik Hühnel, Nils Seefeld und Janne Magenthal haben sich in der U16 als Staffelstartergemeinschaft für die deutschen Meisterschaften über die 4x100 Meter qualifiziert. Auch der Doberaner SV hatte ein solches Talent mit im Trainingslager. Maximilian Eggers wird an den deutschen Meisterschaften beim 100 Meter Lauf teilnehmen. Da bleibt nur, Ihnen allen die Daumen für ein gutes Abschneiden am kommenden Wochenende in Bochum-Wattenscheid bei dem deutschlandweiten Wettkampf zu wünschen.